Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen League of Legends Let's Play. Ist jetzt mehr so eine Notgrundlage, weil ich jetzt heute Mittag nicht zum Hochladen gekommen bin. Ja, ich weiß, blöd gelaufen, aber deswegen nehme ich jetzt eine kleine Runde Dominion auf. Die Spiele sind recht kurz, die dauern meistens maximal 15 bis 20 Minuten, wenn überhaupt. Das ist eigentlich schon recht lang. Und man startet ähnlich wie bei Aram mit Level 3 und 1375 Gold. Ich habe mir Fiora genommen, die ist auf Dominion deswegen sehr gut, weil man eigentlich einfach nur einen Champ braucht, der sehr schnell ist, und wer Fiora kennt, sie ist sehr schnell und macht halt gleichzeitig auch recht viel Schaden, deswegen ist die hierfür ganz gut geeignet. Die Skills erkläre ich jetzt nicht, die mache ich dann, wenn sie beim A bis Z zocken oder mal so in einem Ranked oder Normal vorkommt. Genauer, mit ihr bilde ich hier einfach irgendwas wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich einfach nur auf Lebensraub und Attack Speed gehen. Und ja, man kommt hier eh nicht zu einem Endbild. Meistens nur 2-3 Items, dann ist das Spiel auch schon wieder vorbei. Klinge des Schürfers ist sowas ähnliches wie Dorans Klinge. 20 Damage, 5 Lebensraub und 200 Leben einfach so. Kaufen sich hier eigentlich viele. Ich sehe gerade, die wollen anscheinend auch runter. Also das Ziel ist es, diese Türme da einzunehmen. Und die Punkte sind sozusagen wie bei Herrschaft Call of Duty, wer mehr Teile hat, verliert. Beziehungsweise bei Call of Duty bekommt man Punkte, hier verliert man Punkte, wenn man keine hat. Ja, gut, dann gehe ich auch top. Es reicht nämlich, wenn einer Bot geht. Muss nämlich nur den unteren Tower einnehmen und die anderen probieren, den mittleren zu nehmen, weil wer richtig 10 kann, ist dann 5. Und wer 3 hat, der gewinnt halt, also das Team. Und es ist jetzt auch ziemlich blöd, dass die machen, dass die beide hier geblieben sind. Es sollten eigentlich immer gleich alle drei nach oben rennen und der untere bewacht einfach und die anderen probieren eben das gegnerische Team zu killen, beziehungsweise, ja, verdammt. Das ist jetzt eben diese Situation, für die man unsere Verbündeten ganz gut brauchen würde. Ja. Man kann es ja mal probieren, aber, na. So wird das nichts, es muss schon so ein Teamfight werden, das ist das Problem. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin, zu engagen, aber... Oh, nö. Warum denn Schiss? Es läuft doch. So, dann, Ja, was macht denn der Panzer? Und geht doch auf den Six drauf, was macht denn der? Killt doch einfach den Six. Meine Güte, du. Keine Ahnung, was mit dem irgendwie schief läuft. Hat es anscheinend auf Ramos abgesehen. So, und das ist nämlich das eigentliche Ziel. Einfach nur die ganze Zeit rumlaufen und diese Tower einnehmen und währenddessen halt ein bisschen auch Gold farmen und sich neue Items holen. Ja, das ist halt easy, wenn einer alleine rumläuft und dann gleich wieder einnehmen. Damit man gewinnt, man sieht jetzt, wenn beide zwei Teile hat, verliert niemand Punkte, dann steht es dann sozusagen einfach still, aber das ist... meistens sehr selten der Fall, meistens überwiegt ein Team. Und jetzt hat er endlich seinen Nemesis, keine Ahnung, was der gegen den Ramos hatte, aber jedenfalls hat er ihn jetzt gekillt. Dann gibt es noch diese Zusatzteile hier in der Mitte. Wenn man die einsammelt, bekommt man mehr Leben. Ich muss es mir jetzt selbst nochmal durchlesen, was man da genau bekommt. Der Yi ist ein bisschen greedy, was will der von mir? Nicht so gut, dass ich den jetzt verfolgt habe. Aber er kann ja das Teil jetzt nicht verteidigen, wenn er alleine ist. Beziehungsweise wenn Six alleine ist. Oh, perfekt, perfekt. Easy. So, wenn wir das Teil jetzt noch einnehmen, dann überwiegen wir mit 4-2-1. Das wäre genial, aber der Ramos wird uns da jetzt von abhalten. Oder auch nicht. Zumindest vom Neutralisieren hat er uns nicht abgehalten. Na, egal. Ihr seht, Fiora ist dafür ein perfekt geeigneter Champ, weil sie macht sehr viel Schaden und ist einfach ein verdammt schneller Champion. Vor allem auch mit ihrem Randspringen, mit der Q und ihrer Ulti, die ist einfach perfekt für Dominion. Das ist wie, als wäre der Champ nur für Dominion gemacht worden. Genau, und Vasallen gibt es natürlich auch, aber die ignoriert man hier eigentlich mehr, weil sie, erstens, Gold kriegt man genug. Man kriegt ja wie bei Aram, wie ich schon am Anfang erwähnt, sehr viel Gold. Und die Türme greifen übrigens auch an, wenn man sie nicht neutralisiert. Oder wenn die Gegner in der Nähe sind. Genau, jetzt seht ihr es. So. Mist, jetzt habe ich kein Mana für meine Ulti. Mist, das wollte ich sie gerade machen. Hat nicht mehr gereicht. Egal, wir holen uns Lebensraub und Fettangriffstempo. Und dann, die Schuhe, genau, perfekt.
Und ja, dann bräuchten wir noch die Laufspeed-Verbesserung. Dann gehen wir einfach nur fett auf Damage und Attack Speed. Wie schon am Anfang erwähnt, momentan gewinnen wir. Ist recht nice, aber jetzt sind bei uns alle zum ersten Mal gestorben. Deswegen haben die Gegner jetzt ein bisschen Zeit, die Sachen einzunehmen. Genau. Ach ja, die Quests, wenn man die abschließt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da kriegt man einen Buff. Ein Buff oder Gold. Eins von beiden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja, egal. Natürlich gibt es auch Punkte hier, also neben den Kills gibt es noch zusätzlich Punkte. Der Six ist irgendwie leicht blöd. Der rennt uns immer direkt in die Arme, kommt es mir so zumindest so vor. Naja, gut. Netter Versuch hier, aber 3 gegen 1 schaffst selbst du nicht. Genau, jetzt schauen wir ja. Was kriegen wir da jetzt? Da einen Buff. Oder doch nicht? Nee. Ach, das war gar nicht der Knochenhof. Egal. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls ist ein lustiger Mode. Es ist mehr so, wie schon gesagt, wie Herrschaft bei Call of Duty. Also es zockt man jetzt nicht so Mainstream, weil die Spiele ja, wie gesagt, recht kurz sind. Und... Oh, oh, oh. Da kam jetzt zu viel Damage durch. Genau. Ja, ich würde einfach mal sagen, holen wir uns Klinge des gestürzten Königs. Das ist eigentlich das perfekte Item hier. Und ja, ich weiß nicht, was könnten wir uns denn noch holen? Letzter Atemzug oder schwarzes Beil oder so. Irgendwas mit Fett Damage bzw. Rüstungsignorierung. Ja, und momentan dominieren wir die schon ordentlich. Immer nur, wenn wir alle sterben, kriegen sie ein bisschen wieder von der Base zurück. Und was ich auch lustig finde, Warwick und, ich weiß nicht, wer es noch war, ich glaube, Ying war das, die farmen. Also, die fokussen die Minions, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann, weil, wie schon gesagt, ist das einfach nur ziemlich sinnlos. Ah, oh, jetzt hat der Geist eingesetzt. Ah, aber ich auch. Ah, okay, die Six-Ulti war mal mega scheiße. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, wobei jetzt? Perfektes Timing. Oh, 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 oh. Perfekt, beide gekillt. Ist jetzt egal, wer die Kills bekommt. Wie schon gesagt, Gold cut man hier sowieso zu Genüge. Wenn wir den Punkt jetzt noch haben, dann haben wir 4 von 5. Haben wir... Oh, oh. Zu viel Damage. Egal. Oh Mist, der ist auch gestorben. Jetzt kriegen sie den Punkt wieder zurück, aber wir haben immer noch 3 Punkte, also läuft schon. Ja. Trotzdem, letzter Atemzug ist genauso wichtig wie Angriffstempo. Durch die E haben wir sowieso ein bisschen mehr Angriffstempo als die meisten hier, von daher passt das schon. Nur jetzt kommen die alle 4 Bot, das ist ein kleines Problem. Jetzt gehe ich auch mal schnell zu dem Ding. Das Blöde ist, jetzt habe ich keine Ulti, jetzt wäre es wirklich perfekt. Bei 3 bzw. 4 Gegnern, da wäre die Ulti wirklich richtig nice. 5 Gegner? Ah, sind ja alle 5 hier. Ramos ist da auch, ne? Aber wenn wir sie jetzt alle killen, dann... Genial. Hier haut noch ein Triple raus, die Cutter. Jo. Das läuft auf jeden Fall. So. Die sollen weitermachen, das Teil einzunehmen. Und ich sorge dafür, dass der Typ hier sich nicht mehr aus der Base raustraut. Zumindest probiere ich es. Oh, 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 oh. Ah, perfekt. Genau da ist Quest abgeschlossen und genau, besitzt durch den Abschluss der Quest 10% erhöhten Schaden. Ich wusste doch. Ah! Ich wollte gerade sagen, jetzt könnte ich wieder Ulti einsetzen, aber ich hab's nicht. Ist schon eine verdammt lange Abklingzeit, 120 Sekunden. Ja, das ist schon nicht so nice, aber wir haben sie ja gleich wieder. Ah, schade. Hm. Ah, wobei, da ist noch ein Heal. Also eilig haben wir es nicht mit dem Back gehen. Irgendwie, hier sterbe ich, glaube ich, lieber, sprich, werd gekillt oder lass mich killen, als mich backzuporten, weil es einfach fast schon Zeitverschwendung ist. Ja, jetzt ist der Punkt da oben natürlich ungeschützt, was ziemlich nice ist. Und ich sehe gerade, die Katharina ist legendär. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber man sieht, wir ja, gewinnen wirklich haushoch. Also wenn es so weiterläuft, dann... Wow, wow, wow. Wow, wow. Zick, 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 zick. Mieser Sack.
So, jetzt ist ein bisschen blöd. Jetzt haben wir so beide Items so halb gebildet. Naja, gut, fehlt noch ein bisschen Gold, dann holen wir uns einfach beide und dann ist das Spiel wahrscheinlich eh schon wieder aus, weil sieht nicht so aus, als würden die noch groß zurückkommen, großes Comeback starten. Wir haben eigentlich dauerhaft 3 Punkte. Ja, der Master Yi ist auch lustig, der will nur Kills machen, allerdings stirbt er die ganze Zeit. Das ist auch recht amüsant. Ich gehe jetzt wieder top. Der Master Yi kann die Lissandra von mir aus haben. Oh, wo war er? Da ist ja noch ein Zixi. Ja, den sehe ich doch immer wieder gerne. Ah, ein Slow rein. Zack. So. Dann gehe ich jetzt top, weil die der Warwick und Ezreal können mich jetzt eh nicht davon abhalten. Ja, und dann ist die Runde tatsächlich schon fast wieder aus. Also, so krass habe ich, glaube ich, noch nie in Dominion gewonnen. Wir haben nicht mal 100 Punkte verloren. Ach, Mist, nein! Oh, verdammt, 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 verdammt. Zack, 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 zack. Ich weiß, Ulti auf einen Gegner ist nicht so klug, aber irgendwie hatte ich jetzt Schiss, dass der Typ mich noch killt. Und nein! Kommt natürlich noch einer. Na ja, wieder klar. So, ignorieren. So, zack. Ja, Fiora ist auf jeden Fall ein genialer Champ für den Modus. Also man merkt schon, was punktemäßig und so killmäßig und eroberungsmäßig drin ist. Mit ihr ist schon krass. Also, muss man sagen. Na, ich dachte, der rennt weg. Tut er aber nicht. Ah, da kommt die Warwick-Ulti. Mies. Richtig mies. Ja, Warwick ist eigentlich auch ein richtig cooler Champ, weil wenn die Gegner Lowdash sind, dann dürfte der über die ganze Map einen richtig krassen Laufspeed bekommen. Na, momentan ist keiner Lowlife. Hm. Mist. So kurz vorm Ende kriegen sie doch ein kleines Comeback. Ah, nochmal mehr Attack Speed. Ja, unser Damage ist auf jeden Fall hoch genug, also da braucht man eh nichts machen, großartig. Tja, jetzt ist die Frage. Genau, dachte ich mir schon, dass der gleich wieder da weitergeht. Setze ich jetzt mal meinen Ghost ein und fange den hier ab, bevor der noch irgendeinen Unsinn macht. Der Warwick. Oh, 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 dass die wieder zu zweit sind. Wie klar war das denn eigentlich? Ah, der ist trotzdem Master Yi und macht trotzdem Schaden. Was hatten wir gekauft? Aha. Aha. Achso, Moment mal. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Ah, so viel Schaden hat er gar nicht gekauft, aber wir eigentlich auch nicht. Wir haben eigentlich nur Attack Speed und, naja gut, letzter Atemzug ist schon viel Damage, aber naja, ich sag jetzt mal so, insgesamt sind wir trotzdem recht schwach noch und puh. Knappe Sache, Pantheon. Als kommen die tatsächlich bei 76 Punkten noch zurück. Das ist schon richtig heftig. Hätte nicht passieren sollen. Na? Wäre jetzt genial, wenn der zum Ramos laufen würde. Schade. Nicht direkt. So, so. Ist der auch noch down? Ja, dann haben wir unsere 3 Punkte jetzt eh gleich wieder. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass nicht nochmal sowas passiert, dass die hier wieder so überwiegen. Und ich sehe gerade, die Sandra wird von Warwick verfolgt. Na? Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Na, es war ja klar, dass der noch hier ist. Der ist immer auf dem 1 gegen 1, also er kapiert irgendwie nicht, dass er keine Chance gegen mich hat. Geowned. So, jetzt hole ich mir noch Master Yi. Weil der regt mich schon eine ganze Weile auf. Der läuft hier die ganze Zeit rum. So. Ah. Oh, knappe Sache. Knappes Kräftemessen. Aber ich habe gewonnen. Obwohl er sehr viel Rüstung kauft. Das ist aber eigentlich ein Fehler, weil dank meiner 35% Rüstungsignorierung bringt ihm die Rüstung technisch gesehen nicht sehr viel. Damage würde da schon mehr helfen. Und einer, ja, ich verstehe nicht, warum gehen alle Bot top, wenn ich das... Und warum farmt sie? Ich meine, vorhin noch bei den Gegnern gesagt, ha, solche Noobs, die farmen. Und jetzt macht's mein Team selbst. Na, da kam die Ramos-Ulti, sonst hätte ich ihn mich noch heilen können. Na, holen wir uns einfach noch mehr Lebensraub. Dann passt es schon. Hm?
Sieht aber trotzdem noch mal extrem knappen Runde aus. Wir hatten 76 zu 400 und jetzt ist 67 zu 280. Mein Team, ich weiß jetzt echt nicht, was die machen. Die, mir kommt so vor, als wären die jetzt nur noch auf Fights aus und machen überhaupt nicht mehr das, was man eigentlich machen soll. Hm. Naja, gut. Hauptsache, wir verlieren das nicht. Das wäre ja auch schon mal was. Nein, Warwick, du bist nicht stark genug. So. Einnehmen, nimm doch ein. Oh mein Gott, Lissandra. Was geht da hinten ab? Okay, Pantheon, perfekt. Die hatten gerade 4 Punkte? Ja, das ist krass. Zu krass, um ganz ehrlich zu sein. Okay, die sind nur zu dritt, sprich den Punkt könnten wir uns jetzt auch noch leicht holen. Und dann, okay, Yi holt sich immer das in der Mitte, das habe ich auch schon jetzt öfter bemerkt. Der kam immer mit dem Schild, wenn er mich gekillt hat. Ups. Sollte mir auf dem Bildschirm achten. Ja, heil mich mal schnell, Minion. So. Direktes Kräftemessen schafft Yi immer noch nicht. Mist, aber 2 gegen 1 ist dann doch zu viel, selbst für mich. Als Fiora. Aber unser Damage haut schon ordentlich, aber ich verstehe nicht ganz. Ich meine, was soll das? Ich meine, was bringt ihm das jetzt, Kills zu machen? Ich meine, wir verlieren das noch, wenn es so weitergeht. Das ist halt ziemlich sinnlos, was die machen. Ich will jetzt auch nichts im Chat schreiben, sonst kommen wieder Oberflamer rüber. Wie sonst auch meistens. Ach du Scheiße. Der Tower macht so viel Schaden. Das will ich jetzt mal sehen. Ja, der Tower hat einfach mal mehr Schaden gemacht als Warwick. Mit normalen Angriffen also. Krass. Naja, also auf jeden Fall, mein Team verkackt es jetzt gerade richtig. Gut, die Aktion von mir jetzt war auch nicht gerade klug, aber ich meine jetzt mal so insgesamt. Irgendwie, die haben den Sinn aus den Augen verloren. Ich meine, wir haben so krass gewonnen. Wie kann man das jetzt nur so heftig noch versemmeln? Hm. Warum rennt der vor Warwick weg? So stark ist er jetzt auch nicht. Der hat mich vorhin auch nur gekillt, weil der Tower ihm so krass geholfen hat. Oh, da kommt Ramos. Knappe Sache, knappe Sache. Und was zum Geier? Er verliert gegen einen Warwick so heftig? Hm. Okay, Six, wenn du den... Eigentlich müssten wir nur verteidigen und immer 3 Punkte haben. Na, da kommt jetzt Ramos hoch. Eigentlich einfach nur die 3 Punkte, die wir immer haben, verteidigen. Aber irgendwie klappt es nicht so ganz. So. Jetzt sind wir schon fast Vollbild. Lol. So lange ging bei mir noch nie ein... Dominion. So. Oh, perfekte Ulti. Oder auch nicht. Nein! Ach, wie ich das Ramos verspotten hasse. Leute. Wie heftig ist das doch nur. Man kann einfach 4 Sekunden lang nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Nur noch sein Ignite und oder sein Flash, glaube ich auch. Aber sonst Ende Gelände. Ist ja echt richtig krass. Also wenn der richtig heftig auf... Ja, Schutzengel hat er auch noch. Meine Güte. Okay. Naja. Ach ja, genau. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich wollte schon sagen, falls Lags oder so auftreten, die machen mal wieder Concurrency Main Issues. Beheben sie halt. Nervt wieder mal richtig. Ich hatte vorhin schon DC, was mich richtig angekotzt hat. Das war nämlich mitten im Game. So, und jetzt muss ich hier noch schnell Master Yi killen. Oh nein, Warwick ist auch da. Mist. Immer kommt die Warwick-Ulti, da will man einmal hoffen, dass er sie nicht hat und dann hat die halt einfach einen zu kurzen Cooldown, der hat viel zu viel Cooldown-Reduction. Mein hier da 20, ne, war's eigentlich. Aber trotzdem 20%, wie viel habe ich? Gar keine. Ja gut, wir sind jetzt auch, das war jetzt zum Ende hin, wo es sich wieder gebessert hat, hat die jetzt halt direkt den DC. Naja, kann man nicht ändern.
Wäre jetzt noch richtig spannend geworden, aber naja, jetzt 4 gegen 5, das können wir eh nicht mehr gewinnen, also... So, mein super Lebensraum müsste das hier eigentlich... Wow! Hier ist ja alles voll mit Gegnern! Schade, genau in dem Moment kommt die Ulti zurück. Naja, wird nichts mehr. Schade, aber da muss ich jetzt ganz klar sagen, Bad Game, also... Und was sollte diese Pantheon-Ulti jetzt? Ich meine... Die ging doch einfach nur ins Leere. Na egal, es war eigentlich nur so ein Filler-Video, was ich jetzt gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao. Hallo.